So Leute, willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, natürlich wie immer mit unserem Koop-Partner. Hallo zusammen, und mein Name ist Darth Sephiroth. Ja, interessiert keine Sau. Ich weiß, trotzdem sage ich es aber. So, wir müssen jetzt hier zwei Sachen sammeln, dann können wir eigentlich, das geht ja echt fix, wir sind echt gut. Jo. Eigenlob stinkt, aber wir sind gut. Nö, Eigenlob stinkt nicht. Wenn dich kein anderer lobt, dann musst du es ja selber tun. Stimmt auch wieder. Das ist das Prinzip meines Lebens. Mich lobt niemand. Mann, hast du der alten Frau geil auf die Fresse geschlagen? Sagt niemand. Boah, Alter, was ist denn das jetzt gewesen? Irgendwas hat mich extrem runtergeholt. Wie geht der hier irgendwo in der Nähe oder was? Ja, irgendwas Ähnliches. Wie steht oder? Der wahrscheinlich? Oh shit, schon wieder. Okay, was müssen wir da machen eigentlich? Vielleicht dürfen wir da nicht drüber fliegen, sondern durchgehen. Wir müssen zu den... Ah ja, das stimmt. Funksonkel Dingsbums. Müssen wir da. Wir müssen da einfach vorbei an den Minen, nicht durch... Ja. Du hast das genau richtig gemacht. Erinnert mich an Metal Gear. Man sieht leider den Radius nicht, was die haben. Ja, die dürften... Na, da komme ich nicht durch. Ich muss hier so gehen. Na, da komme ich auch schwer durch. Boah, scheiße, ich hau's hin und her, Mann. Irgendwann gehst du drauf, wenn du so weitermachst. Ich könnte eigentlich Gottes Schild nehmen. Ja, stimmt. Auch das schießt mich weg. Scheiße. Nur, dass ich keinen Schaden kriege. Ich hab's geschafft. Okay. Ich warte auf dich. Das kann noch ewig dauern. Ich wäre von einer Mine in die andere geschossen. Warte. Denk logisch. Okay, scheiße, ich kann sowas nicht. Warte. Du musst einfach nur schauen, dass du genug Abstand hältst. Ja. So, ich bin gleich. Sollte gleich. Aber der Abstand ändert sich bei jedem. Die einen sind nicht so empfindlich wie die anderen, kommt mir vor. Aua, und drüber springen kann man auch nicht. Na. Schau das an. Ach du Scheiße, boah. Oh, ich hasse es. Kein Stress. Ja, ich will aber nicht die ganze Folge nur mit denen machen. Ach, ich glaube, den Leuten gefällt das. Ja, die gefällt das. Wie bist du denn da reinkommen? Hier auf dieser Seite sind keine. Ich hab's geschafft. Jetzt hätte ich so gelacht, wenn noch einer hochgegangen wäre. Ja. So geschafft, aber kann man wegfliegen wenigstens? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Warte mal, da ist ja gleich in der Nähe noch was, das müssen wir auch holen. Was ist denn das? Haben wir was im Inventar, damit wir das entschärfen können? Nee, ne? Nein. Ich glaub zumindest nicht. Nee. Benötigt Falle entschärfen und das haben wir nicht. Und kann man wieder fliegen? Ich probier's mal, ich glaube aber nicht. Na? Nee. Okay, ja gut, dann müssen wir in den blauen Bereich, siehst du denn? Okay, es kann nicht einfach werden. Ich probier's. Uah. Hey, cool, ich bin genau in die richtige Richtung. Doch nicht. Aber jetzt bin ich aus dem Minenfeld schon rausgebombt worden. Was muss man da machen? Mammutfleisch. Also normale Mammuts töten? Mal ausprobieren. Tut mir leid. Ich werde euch ein zweites Mal ausrotten. Ja, es ist voll schlimm in WoW immer, dass man so arme Viecher killen muss. Okay, das erste da mal nichts droppt. Komm zu mir, da liegt Loot. Bei mir auch. Ah, du bist du in dem Minen-Ding? Nee, ne? Okay. Nein. Ich komm zu dir aber. Bei mir liegen dann auch zwei Mammuts. Ah, ich werde abgeschossen. Ich bin nicht mal im Feld wie abgeschossen. Vielleicht weil du fliegst? Ja. Das ist doch eine Frechheit. Oh, das war jetzt nix. Irgendwie droppen die das nicht. Oh Gott. Herzhaftes Mammutfleisch. Ich hoffe, dass das auch wirklich die sind. Aber es sind die einzigen Mammuts in der Nähe. Es müssen die sein. Schon. Da liegt nochmal Loot für dich. Danke. Warte, bleib mal zusammen, da müssen wir nicht immer hin und her. Kühles Fleisch sonst. Also droppen sie das, ne? Hey, das ist ein Rare Mob. So eine Elite. Wollen wir den mal probieren? Ja. Probieren, das klingt so, als wäre er zu stark.
Was das sicher nicht ist. Wobei, er haut schon ordentlich rein. Ja. Merke ich gerade, ja. Ah, den haben wir gleich down. Hallo, ich hab doch tödlich gedrückt. Na egal, Tod ist tot. Hat zwar ein X-Geiles droppt, aber zumindest haben wir ihn erledigt. Boah, was hast denn du da gerufen, Mann? Das ist ein Wächter, der haut zusätzlich rein. Krass, Alter, was sich alles verändert hat. In den paar Monaten, wo wir nicht gespielt haben, haben sie aber ordentlich was dazu getan, Mann. Sie müssen ja. Es ist ja nicht so, dass sie die Wahl hätten. Sie müssen das Spiel attraktiv halten. Ja, ist es ja auch. Ich mag Blizzard. Ich mag auch die Macher. Das ist ja das Geile dran. Oft machen manche Macher, so wie Ubisoft, kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden, aber ich mag trotzdem das Spiel. Ja, ich kann die nicht leiden, weil die immer das Spiel so verpacken. Ja, stimmt. Schick mal eine E-Mail hin. So nee, auf die Art. Hör auf, Alter, ich würde da direkt verhaftet werden. Liebes Ubisoft-Team, ihr macht so wundervolle, unverpackte Spiele. Und falls ihr das nicht gemerkt habt, das war Sarkasmus. Ihr Scheißkerle. Liebes Ubisoft, da ihre Spiele so verpackt sind, bleibt mein Penis während des Spielens schlaff. Ich bitte sie, dies zu unterlassen, da ich sonst an Erektionsstörungen leide und somit meine Frau nicht befriedigen kann. Ich bitte sie um Verständnis. Ich muss es immer pervers verpacken. Aber irgendwie droppen die gar nichts. Nee, ich glaube, dass wir die Falschen killen. Ja, haben wir einen Gegenstand? Ja, ich da gucke mal. Vielleicht müssen wir die damit ausschaben oder sowas. Nee. Auch ja, nicht. Nee. Das heißt ja mit das Fleisch. Ich verstehe das nicht. Vielleicht holt man die Quest. Entweder wir killen die falschen Viecher oder es ist einfach nur extrem zäh. Rick jetzt auf dem K3 möchte, dass sie ein IDS-4 besorgt, damit ein Mammut in die Luft jagt. Ach so! Was ist ein IDS-4? Haben wir das jetzt nicht aufgehoben, oder was? Wahrscheinlich. Ach, wir sind auch Vollidioten, Mann. Ich kenne die Quest jetzt. Jetzt weiß ich's wieder. Wir müssen dieses IDSV da nehmen und dann ein Mammut in die Luft jagen. Ist zwar extrem brutal, aber ist Fakt, das müssen wir machen. Okay. Jetzt weiß ich's wieder. Lesen hilft. Ja. Das IDSV liegt hier irgendwo. Achso, ich hab geglaubt, dass das eher vielleicht mein Questgeber ist. Ich glaub's ehrlich gesagt auch, wenn ich ehrlich bin. Aber wobei, muss nicht sein. Schließlich wird mir hier eine blaue Umrandung angezeigt, aber das können auch die Mammuts sein, die damit gemeint sind. Ich denke auch. Ich schaue mich aber sicherheitshalber trotzdem um, wenn nicht, dass wir uns wieder durch die Minen begeben und alles umsonst ist. Wo haben wir die genommen überhaupt, die Quest? Bei den Minentypen da. Der mitten in den Minen steht. Ach so, ne, scheiße, müssen wir wieder zurück. Ja, sieht so aus, aber du warte noch, bevor du das machst. Okay, ich hab die Quest aber abgeben. Ach, hör auf, jetzt hat sie mich voll runtergeholt. Das ist schon wieder zweideutig, glaub ich. Ja. Deswegen lachst du ja auch so verschmutzt. Was steht denn da? Ich lese mal weiter. Tore besitzt einen Sprengstoffspender nördlich der Stadt, nicht weit vom großen Höhleneingang. Nördlich der Stadt? Dort bei der Höhle sollte er sein. Ja, aber... Gefahr. Das sind lustig, hängen Gefahrschild auf, genau. Ich schau mal dort, ob ich den finde, diesen Tore. La la la. Wieso kriege ich auf die Fresse? Ich war doch nicht mal in der Nähe. So, Moment. Ich hab ihn gefunden. Bei mir ist. Also müssen wir doch nicht durch die Minen. Nein. Nice. Ich komm zu dir. Aua, ich krieg schon wieder aufs Maul und ich bin gar nicht in der Nähe. Du hast das Gesicht dafür, eine aufs Maul zu bekommen. Ach, hör auf, mein Org ist doch hübsch. Ja. Das glaubst nur du. Also ich wette, Ork-Frauen stehen auf ihn. Nö, das sind die einzigen, die draufstehen.
Aber vielleicht muss man jetzt vorher für den was machen, damit man was bekommt, gell? Glaubst? Nein, da ist das Ding. Wow. Daneben ihn ist dieser... Ah ja. Reicht eine Bombe aus? Ja, ja, klar. Wir müssen ja 8 Stück töten, oder? Oder nur aufsammeln, wenn es ihn zerreißt. Ja, genau. Bau hör auf, das klingt so, so extrem. Ich sag nur die Wahrheit. Ich tue da überhaupt nichts beschönigen. Oh, wir haben nur 30 Sekunden, das zu machen. Oh ja, merk's gerade. Ja, dann sollten wir angasen. Geht das mit der Leiche oder? Nee, ich würde es nicht riskieren, Mann. Da ist eh eins. Boah, scheiße, wo ist denn der Gegenstand? Hilfe! Ach, hier. Ach, hör auf! Ja, und jetzt? Ach ja, jetzt. Ja. Hier, gucke. Ja. Essen ist fertig. Okay, jetzt sind gleich mehrere Stück. Das passt, glaube ich. Das für uns beide reicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ah! Nee, Spaß. Hast du eine Bombe? Ich brauche noch eine. Ach, scheiße, Mann. Müssen uns abholen. Ja, dann brauchst du aber... Ja, wie viel brauchst du noch Stück? 2 Stück. Dann zerlegen wir lieber 2 Mammuts. Nee, wobei. Nee, passt schon. Eins reicht. Schon 6 Stück gekriegt. Eben, eben. Dann hol du die Bombe, ich warte hier. Du faule Sau. Ich bin arg, ich muss zunehmen. So. Gib mir die Bombe, gib mir die Bombe. Ups. Hübsches Bandarechen. Ach, hör auf. So, jetzt suchen wir mal einen Mammut. Wo bist denn du? Ich komme gerade mit der Bombe, ich habe noch 30 Sekunden Zeit. Wo ist denn ein Mammut? Warte, ich helfe dir suchen. Da, bei mir ist eins. Okay, 16 Sekunden. Komm, das schaffst du, Mann. Ich glaube an Dick. Ah, was für ein Gebiet? Da steht, man muss ein Gebiet von irgendwas sein. Scheiße. Ja, Bram. Ah, nee, hast du es jetzt zerfetzt. Na, oder? Ja, aber du hast irgendwas draufgeschossen, eine Bombe. Wo ist dieses Gunbrand da? Das ist aber blöd, dann brauchen sie ja die Mammuts nicht bis da hinten machen, wenn du das eh nur in ein Gebiet brauchst. Das finde ich schon eine Frechheit. Das ist ja doof. Ja, ja, jetzt sind sie aber eh wieder hier auch regespawnt. Okay, nein, es war mein Fehler, ich habe einen Fehler gemacht. Echt, wieso? Ich habe nämlich eine andere Mine benutzt, die falsche. Ach so, nee. Warte, dann, wo ist denn der Questgeber? Da vorne. Du merkst auch keine Wege. Naja, überhaupt nicht. Findest du auch nach Hause? Sehr schwierig, also nur mit einem, wirklich nur, wenn ich mein iPhone mit habe, damit ich mir das anschauen kann, den Weg. Okay, die Bombe habe ich jetzt gekriegt, aber jetzt schaffe ich es. Okay. Leg uns auch in die Leiste raus, da muss ich nicht. Ach, guck mal, da laufen sogar Mammuts. Bleibt stehen, ihr Mammut. Ja, die rennen mal weg. Dann nehme ich lieber eins, was still steht. Mhm. Und was in dem Gebiet auch drinnen ist. Da ist eh vorher eins herumgerannt, oder? Mhm. Da ist eins frisch regespawnt. Da ist eh eins, guck. So, jetzt geht's hier an den Kragen, liebes Mammut. Splash. Das finde ich eigentlich ziemlich extrem, voll brutal. Aber irgendwie macht es dich an, richtig? Aber nur ein bisschen, weißt du? Okay, gut, dann machen wir gleich da oben die Quest. Jo. Ich hab gleich Level Up. Super, mir fehlen auch nur mehr 3/4 Balken. Aber krass, ne, was da so Richtung 90 an EB brauchst. Wenn man mal guckt, hier brauchen wir jetzt gerade mal 882.000 und später sind es dann 3 Millionen. Ja, aber überleg dir, wie viel EB du später kriegst. Ja, es gleicht sich eh wieder aus, das stimmt schon. Im Endeffekt wird's nicht langsamer, die erscheint nur so. Warte, Saronitherz müssen wir da irgendwie. Okay.
Warte, ich flieg mal einfach in die Berge, da wird schon irgendwas sein. In die Berge? Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ja, hier, gucke mal. Ah, ne, Blödsinn, brauchen wir gar nicht. Lüg mich nicht an. Das würde ich niemals tun. Ist das vielleicht in einer Höhle drinnen? Ist da eine Höhle in der Nähe? Das ist eine gute Frage. Ja, unterhalb irgendwie. Ich glaube, das wird in der Höhle drinnen sein. Erze sind ja meistens unterirdisch. Ja, aber siehst du irgendwo eine Höhle? Ja. Okay, dann folge ich dir unauffällig. Ich hoffe es. Das sehen wir, wo wir vorher drinnen waren. Wie die Spindern. Oder wie man sagt, la, 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 in Wien, die Spinderinnen. Mhm. So, irgendwo müssen da was herumliegen. Und die Spinne müssen wir jetzt auch töten. Yep. Juhu. Okay. So. Ah, die catchen gegeneinander, oder? Ja, das ist ein Duell der Spinnen. Wer hat die längeren Beine? Igitt. Bei uns Menschen heißt, wer hat den längeren Schwanz? Nein, Germany Next Topmodel. Hier liegen da schon viele Spinnen herum. Hey, die kommt sogar von einem anderen Server. Was? Das ist verloren. Wie geht das denn, Mann? Du kannst nämlich laden Leute, die können dann mit dir gemeinsam zocken. Echt jetzt? Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf, sag mal, Amantul bin, du willst mit mir zocken, ladst mich ein, wir spielen beide auf deinem Server. Ach, der, der einlädt, ist dann auf einem anderen Server jeweils. Nein, der einlädt, der nimmt den anderen rüber. Ja, ja, hab ich ja gemeint. Okay. Krass, Mann. Das ist aber neu, oder? Jo. Lol, Alter, was hier alles eingibt. Aber Allianz und Horde geht nicht, ne? Ja, das nicht. Ja, wär, das, sonst wäre ja auch der Fraktionsding irgendwie total unnötig, wenn es so wäre. Scheiße, da hier ist nichts mehr. Schauen wir mal runter. Ah, das ist heftig, Mann. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich habe ja zwei Jäger auf diesem Server. Mhm. Und ich habe mir überlegt, dass ich, wenn der Floyd hier sein 90 erreicht hat und das Let's Play sich dem Ende zuneigt, habe ich mir überlegt, dass ich ihm ein Server-Transfusionskauf-Ding da mache und Rassenänderung. Ist denn eine Rassenänderung? Ich schmeiß ihn rüber auf die Aldor zur Allianz-Seite. Okay. Weil wozu zwei Jäger auf einen Server, gibt ja keinen Sinn. Ist eh klar. Und mein Blutelfenjäger, Freunde, der liegt mir so am Herzen. Ich meine, der Floyd auch, aber mit dem Blutelfenjäger, Freunde, habe ich so viel durchgemacht und da liegt so viel einfach in der Luft, so viel Nostalgie, wenn ich mit dem spiele. Geht gar nicht, kann ich nicht einfach wechseln. Der bleibt Blutelf und Horde. Ich bin da vielleicht ein bisschen kindisch in dem Punkt, aber das ist irgendwie so bei mir. Hast du auch so eine spezielle Charakterbindung zu deinen Figuren? Eigentlich schon. Eben. Ich spiele halt Zwerge so gern. Ja, das spiele ich auch gern. Vielleicht mache ich ihn ja zum Zwergjäger. Mal schauen. Aber von den Saronit-Herd habe ich derweil noch nichts gesehen. Nee. Bleibt liegen. Versuch gar nicht aufzustehen. Das schaffst du nicht. Mir fällt's auch immer schwer nach jedem Stuhlgang. Ja. Sitzt einfach so bequem. Ja. Aber wir müssen die Spinnen nur töten. Aber wo ist denn dieses Saronit-Erz oder wie das heißt? Irgendwo muss es. Das, Ich habe ehrlich gesagt gerade gedacht, dass vielleicht diese lilanen Spinnen das droppen, aber nee, auch nicht. Na, wir sind auch aus diesem blauen Bereich draußen. Ah, ja. Könnt. Hm.
Ja, weil ich vorhin meinte, sie sind nur eventuell nur unterirdisch. Das muss nicht sein. Erze kann auch auf Bergen sein. Stimmt. Schauen wir, aber Berge war ja auch überhaupt nichts. Aber schauen wir mal Richtung Ausgang wieder. Ach ja, WoW. Schon schön, oder? Jo. Wo bist denn du? Da bin Warte, ich hau in Aspekt rein, damit wir so schneller sind. Ja. WoW ist etwas, was man immer wieder spielen kann, wirklich. Schon, das stimmt schon. Aber man muss halt auch viel Zeit für den Charakter haben, damit man so richtige Bindung kriegt. Ja, klar. Das schon. Ja, ich sag mal so, du musst nicht jeden Tag suchen, damit du... Moment mal, Alter, können die nicht da hinten sein, ja, die Erze? Das könnte schon durchaus sein. Ich glaube, ich habe da schon was glitzern sehen. Gräber sind auch da, der Name sagt schon alles. Ah, guck mal, die droppen das. Stimmt, droppen das. Ja, sehr schön. Erledigt die Viecher. Und die droppen auch schön. Ja, jeder droppt. Fallen ist um. Nix. Okay, ein Stück brauche ich noch. Ich auch. Und dann haben wir es hinter uns. Okay. Schauen wir mal. Also ich dachte, da oben geht's weiter, aber ne. Ja, das ist nicht zu 100% richtig angezeigt. Ne, ziemlich großflächig markiert. Ja, bleibt nichts übrig. Respawn warten. Warte mal, vielleicht ist ja da oben wer. Ne. Kommen immer nur Spinnen. Mir ist generell aufgefallen, die Zahl an Mobs, die du brauchst für manche Quests, ist nie identisch mit den Zahlen, die auf dem Feld sind. Ja. Das ist Absicht, damit du auf den Respawn warten musst, das ist halt Zeit gewinnen irgendwie. Ja, MMOs sind ja alle auf Zeit aufgebaut. Ja. Na kommt's doch, ihr wollt es doch auch. Wenn wir das Bäckchen abgeben, haben wir eh schon Level Up. Vielleicht sogar vorher. La 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 la. Ich sage jetzt nichts dazu. Nee, lass ich auch definitiv unkommentiert. Gar nichts. Ich konnte nichts machen. Gar nichts. Aber die Fläche ist viel größer, wo das dargestellt wird. Das ist eine Frechheit. Das ist Irreführung. Da ist einer. Ja. Stirb. Ja, wenn er respawnt, dann kommen die anderen auch gleich. Level. Geht, was? Alter. Die Zeit übrigens. Danke. So, das hat richtig so gewirkt. Mann, du Penner. Ja. Das ist, weil ich viel schöner bin als du. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Ja, hauen wir ab. Weg hier. Lauter Homos hier. Lauter hässliche Viecher. Aber ziemlich große, also mit einem Schuh könntest du nicht wie im echten Leben zertreten. Was ich auch nicht tue, ich bin ja tierlieb. Du darfst lieber davon. Hey, das kannst du doch nicht so öffentlich sagen. Und ich hinten auch. Warte auf mich! Das fleucht und krabbelt. Ja, aber du hast echt keine Angst vor Insekten, Mann. Nein.
Wo rennst du hin, Mann? Ich hab eher mehr Angst vom Silikon und so. Gehst du hin? Bist du sicher, dass da der Ausgang ist? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, der Jäger sagt mir das. Achso, das bist du. Ja, doch, hast du gar nicht mehr so unrecht. Komm. Hast du Lieferung? Hörst du den Lastwagen im Hintergrund, oder was? Ja, ja. Das ist bestimmt wieder den Drogen. Aber normalerweise mache ich ja das Fenster zu beim Aufnehmen, aber mit der Hitze, das kannst du nicht bringen. Alter, da sind jetzt die ganzen Goblins. Ah ja, voll lol. Kann ich mich gerade in den Arsch beißen. Bitte nicht. Hast, ja, das wollte ich wollte gerade sagen. Den Arsch brauchst du zum Sitzen, dass wir aufnehmen können. Okay, gut. Hier ist gleich in der Nähe was zum Abgeben. Ja, geh mal ab und dann jo. Cut. Jawohl! Ja, was wollt ihr? Beeilt euch! Fallt ihr hier? Bam! Glückwunsch, Alter! Dankeschön! Bei unser EB-Bonus ist richtig lang, Mann. Ja. Das wird die Quest-System, wenn du die abgibst, springt sie immer länger nach vorne, ja. Okay, da muss ich jetzt was aussuchen. Warum gibt's nix, was mir wirklich was bringt? Zeit ist Geld. Keine Ahnung, ich hab gar nicht geguckt. Bleib sauber. So. Hey, wie geht's euch? Schön, dass ich helfen konnte. Jo, was macht man denn? Ja, fertig, ne? Also. Boah, guck mal, ich hab direkt schon wieder zwei Linien fast. Jo. Geht schnell. Geht sehr, sehr schnell. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei World of Warcraft. Bis dann!